Hallo lieber Schütze, herzlich willkommen bei Imbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was momentan bei dir los ist und worauf das Ganze hinausläuft. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Für Schütze bitte, Schütze, Schütze, Schütze. Was ist momentan bei Schütze los, bitte? Drei der Schwerter. Autsch! Autsch! Du gehst davon aus, dass du abgelehnt wirst. Ich werde abgelehnt, sagst du. Sei es Bewerbung, sei es Freundschaft, sei es Liebe, du sagst, da wird man mir Nein sagen. Okay. Okay. Ich werde abgelehnt. Ich werde 100% abgelehnt. Ach, der Stäbe. Okay. Ich sag dir, was hier passiert momentan, Schütze. Diese Ablehnung, die du da so stark spürst, so real spürst, als ob der Job dir wirklich nicht gegeben wird, als ob dieser Mensch wirklich nicht an dir interessiert ist, als ob die Freundschaft enden wird. Ja, also für dich fühlt es sich sehr real an. Der Grund dafür, dass es sich so real für dich anfühlt, ist, weil du nur die entsprechenden Informationen hast. Wir haben hier 8 der Stäbe liegen. Du hast, Schütze, dich über falsche Quellen über ein Thema informiert. Okay, über ein Thema, über eine Person. Ich habe den Eindruck, dass du hier zum Beispiel die falschen Menschen ausgefragt hast oder das Bild, das jemand in den sozialen Medien abgibt, aufgenommen hast und jetzt ein Bild von diesem Menschen hast, anhand von dem, was in den sozialen Medien ersichtlich ist. Falls es hier um einen Job geht, Schütze, dann hast du hier, bist du irgendwie auf Glassdoor oder so, so Mitarbeiterbewertungsdings, ja, Seiten, bist du draufgegangen und hast dann ausgerechnet von einer Mitarbeiterin, die da, ja, sich an den Chef nähern wollte und der dann professionell bleiben wollte und jetzt verbittert ist und dann eine schlechte Bewertung geschrieben hat da online. Oder anhand von ihrer Bewertung, jetzt gehst du davon aus, ach du Scheiße, die werden Leute wie mich, ja, nicht annehmen, die werden mich ablehnen. Also ich weiß, es fühlt sich real an, Schütze, weil, oder hier ist ein Tintenfass, der hier umgeworfen wurde. Du bist 100% jetzt dir sicher, das wird jetzt schief gehen. Das ist aber aufgrund der Realität, die du momentan hast, und die Realität, die du hier hast, entspricht nicht der Wahrheit. Okay. Es gibt immer deine Wahrheit, seine, ihre Wahrheit, und dann gibt es noch die Wahrheit, was wirklich ist. Schauen wir mal, was hier wirklich ist. Ass der Kelche. Weißt du, was hier momentan los ist? Schau mal, 8. großer Arkana Kraftkarte hier. Weißt du, Genesung ist immer ein bisschen schmerzhaft, Schütze. Genesung tut immer weh. Du lernst nichts Neues dazu, wenn du da einen Tag in Europa-Park verbringst. Was lernst du da auf diesen Achterbahnen? Was lernst du da? Genesung, Heilung, so die Überwindung von Traumatas, ja, das ist nicht juppi juppi juhe, sondern es tut weh. Was hier eigentlich passiert, Ass der Kelche, ist, dass du hier auf seelischer Ebene momentan einen Neustart hast. Du wirst im Job, wenn es hier um den Job geht, dann geht es hier darum, dass du jetzt hier ein Kapitel startest, ja, der dir das dir seelische Erfüllung bringen wird und nicht mehr die Enttäuschungen in der Vergangenheit. Falls es hier um die Liebe geht, dann geht es hier darum, dass es dieses Mal um das Herz geht und nicht um alles andere da. Auf irgendeine Art und Weise hat dieser Job, hat dieser Herzensmensch, hat diese Freundin, dieser Freund eine sehr unschuldige Seite an sich. Und du, ich sage es jetzt einfach auf gut Deutsch, Schütze, du drehst hier ein bisschen durch, weil du nichts finden kannst. Weil du nichts finden kannst, dass deine negativen Erwartungen, die du aus deiner Vergangenheit mitnimmst, bestätigen kann. Okay?
Ich meine, stell dir vor, wenn du bisher, ich habe hier ein Tagebuch, es geht hier um deine Vergangenheit vor dieser Sache. Wenn du hier bisher die ganze Zeit betrogen wurdest und dich dann darauf trainiert hast, ja, Betrügereien sofort zu erkennen, was tust du dann, wenn jemand ehrlich zu dir ist? Keine Anzeichen von Betrug, was tut man dann? Dann stellt man sich vor, dass das sein könnte und man schaut sich Informationen über diesen Menschen an und interpretiert gewisse Dinge genau in eben jene Richtung, die man kennt. Ja? Hin zu den Argumenten, die man kennt, hin zu den Hinweisen, die man kennt. Okay. Eigentlich, und das ist die Wahrheit, handelt es sich hier um eine Sache in deinem Leben, die dir dabei helfen kann, Negatives, das du mit dir getragen hast, einfach alle mal zurückzulassen. 7 der Schwerter, Page der Kelche. Ah, schau mal, Page der Ass der Münzen hier, Entschuldigung. Ich habe hier Ass der Kelche, hier habe ich Ass der Münzen. Das ist Ass der Münzen, weil Personen abgebildet sind, glauben, dass das Pagen sind. Nee, hier steht Ace of Cups, Ace of Pentacles. Eigentlich ist das hier eine Gelegenheit für dich, die du ergreifen musst, Schütze. Ass der Münzen muss man ergreifen. Ass der Kelche kommt von selbst. Ass der Schwerter kommt von selbst. Ass der Stäbe kommt von selbst. Ja, die nächsten Karten kommen dann von selbst. Bei Ass der Münzen muss man sagen, okay, ich sehe die Gelegenheit und ich werde sie jetzt ergreifen, damit etwas daraus wird im Leben. Was hier passiert, Schütze, ist, dass du dir momentan eine Grube gräbst. Okay, weil was ich hier nämlich sehe, ist, dass hier mit Ass der Kelche eigentlich etwas Gutes da ist, hier Page der Kelche, das ist die Person, mit der du es zu tun hast. Es hat jemand einen Kommentar geschrieben, oder was soll ich tun, wenn, oder bei diesen Legungen, da erscheint immer eine externe Energie noch dazu, und da hat jemand geschrieben, was soll ich tun, wenn ich niemanden mag, wenn mich niemand mag, wenn ich niemanden kenne, wenn, oder solche Dinge. Also erstens mal ist dein Kommentar total erfunden. Okay, das kann gar nicht sein, dass du überhaupt mit niemandem irgendetwas zu tun hast jeden Tag. Also du müsstest ja vom Kantonsarzt, Bundesarzt da irgendwo eingewiesen sein, damit da kein Kontakt herrscht. In der Realität ist das so. Und erstens mal ist dein Kommentar erfunden und zweitens mal, ich meine, wann kommt der Punkt, wo du einfach merkst, was ich für Legungen hier mache. Und einfach merkst, das ist nicht für mich gedacht. Ich lege hier für das Kollektiv. Ich kann nicht sagen, na, das Kollektiv, die meisten haben hier mit jemandem zu tun und hier gibt es Schwierigkeiten, die man anschauen sollte. Ja, aber ich schaue jetzt noch für jene, die da vor den Bildschirmen sitzen, nicht rausgehen, mit niemandem reden, nur drinnen sind, mit niemandem Kontakt haben, niemanden mögen, von niemandem gemocht werden. Ja, dann hast du andere Probleme, sorry. Nee, nicht sorry. Dann hast du andere Probleme. Du hast andere Probleme, du musst dich Tarotlegungen anschauen. Echt, geh raus. Wirklich. Ist nicht McDonald's hier, wo du dein Menü selbst zusammenstellen kannst. Zurück zu den anderen. Ass der Kelche hier, Page der Kelche hier. Siehst du hier die Unschuld? Tja. Hat hier nur Gutes vor, Schütze. Ja? Malt sich hier die Zukunft, stellt sich vor, was ihr alles gemeinsam erleben werdet, während du hier die Gefahr eingehst. Schau, dass das, was dir in der Vergangenheit passiert ist, durch oder so dieses Hin und Her, das du momentan veranstaltest, 2 der Schwerter, nochmals 3 der Schwerter zu erleben. Okay? Dich selbst zu enttäuschen bei dieser Sache und dann wieder mit Herzschmerz dazustehen. Aufpassen, Schütze, du folgst hier deiner eigenen Realität momentan, die sich aus geformten Informationen, die aus geformten Informationen besteht, okay? Und du könntest dadurch etwas, das in Wahrheit etwas Gutes ist, zu etwas Schlechtem umwandeln, okay? Dir selbst da eine Grube graben, dir selbst da ins Knie schießen.
Okay. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du hier vor deinem Gegenüber versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.